Hochinsel ist meist so friedlich. Deswegen gefällt es mir hier auch so. Ein Refugium vor dem Chaos des Festlands. Das Klima dieser Insel ist ziemlich einmalig und das sorgt für allerlei seltsame und wunderschöne Dinge. Kostbare Fracht sollte mit der morgendlichen Flut heransegeln. Doch sie traf nie ein. Die Leute müssen glauben, dass wir alles im Griff haben. Vor langer Zeit ließen wir Druiden Tamriel und seine Sorgen hinter uns. Doch hier haben unsere uralten Bräuche überlebt. Ich bin der Ansicht, man solle einen Ritter nicht nach dem Wert seiner Waffe beurteilen, sondern nach den Verbündeten, mit denen er sich umgibt. Diese Manifestationen des feurigen Herzens der Insel offenbaren die Majestät und Macht der natürlichen Ordnung. Die Natur selbst scheint aus dem Gleichgewicht zu sein. Sturm und Feuer werden das alte Regime zu Fall bringen.